Guten Morgen, meine Damen und Herren. Im Vorfeld der 33. Sitzung des Untersuchungsausschusses Flutkatastrophe darf ich Sie gemeinsam mit meinem Stellvertreter Markus Klein über die vorangegangene nicht öffentliche Beratungssitzung informieren. Der Ausschuss hat einstimmig weitere Terminierungen vorgenommen, und zwar wird der Ausschuss am 2.12. den zurückgestellten Beweisbeschluss zum Thema Lagezentrum auf die Tagesordnung setzen. Das wird dann in der kommenden Woche sein, 2.12. Am 9.12. wird der Ausschuss sich mit dem Thema kommunale Katastrophenbewältigung im Ahrtal beschäftigen. Dazu sind erneut 16 Zeugen aus der kommunalen Familie im Ahrtal geladen. Am 16.12. wird der Ausschuss sich mit dem Katastrophenmanagement beschäftigen und beim DRK beschäftigen und dem aktuellen Ermittlungsstand der Staatsanwaltschaft. Das ist jetzt quasi unser Jahresendprogramm. Weitere Termine wurden für den Januar festgelegt, und zwar wird der Untersuchungsausschuss im kommenden Jahr im Januar am 6., am 13. und am 20. tagen. Sie wissen, der 27. ist NS-Gedenken, und der verbietet sich an dieser Stelle selbstverständlich und wird auch nicht terminiert werden. Des Weiteren hat der Ausschuss einstimmig beschlossen, dass nochmal auf Frau Landrätin Cornelia Weigern zugegangen wird. Sie hat in der letzten Vernehmung vor dem Ausschuss mehrfach von handschriftlichen Notizen, Blöcken etc. gesprochen, und wir wollen darauf hinwirken, dass diese dem Aktenbestand entsprechend hinzugefügt werden. Des Weiteren, bei der heutigen Sitzung geht es thematisch um die Krisenbewältigung der ADD. Geladen waren oder sind ursprünglich 12 Zeugen. Wir haben eine Erkrankung. Die Zeugen teilen sich wie folgt auf. Wir haben 3 Zeugen, die Mitarbeiter der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und zivile Verteidigung sind. Sie wissen, Schwerpunkt wird auch das Thema Stabsarbeit sein. 9 Zeugen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Behörden, teilweise auch aus anderen Bundesländern. Der Zeuge, der nicht kann, ist der Zeuge um 16 Uhr, Mitterer, wenn ich den Namen richtig weiß, der ist erkrankt. Und das war's an der Stelle.